Wir brauchen drei Schuss, die brauche ich schon mal nicht. Und die anderen behalte ich noch. Pistolenmunition bräuchte ich mal. Sniper. Reicht. Schon wieder Volli-Tolli. Nee, das sind gerade schlecht. Kopfschuss. Können wir Wagen holen jetzt? Bestimmt noch nicht. Nö. Noch gesperrt. Oh, warte mal. Oh, irgendwann drückt das voll auf die Ohrmuscheln. Auf die Ohrmuscheln? Ah, da hinten sind noch Dinger. Naja, komm. Wo stecken die Roten nochmal? Geil. Sie gehört, meine sagte, Medikits, wie schmecken die Roten nochmal? Kopfschuss, Kopfschuss. Yay. Fett, na? Geh du doch mal lang, wo wir gar nicht lang müssen. Ich wollte Kopfschuss. Ja, schon wieder Badass-Punkt. Boah, die ganzen Schüsse. Yep. Wo ist denn das? Oder ist das hier oben? Ja, hier oben ist das. Was ist das? Da ist ein Sprungpad irgendwo. Naja. Ich hab eins. Ich hab's gefunden, hier oben. Das ist doch. Ah, hier hinten sind billige Waffen. Willst du mitnehmen? Oder soll ich sie tragen? Kannst du gucken, ich lasse da drinne. Wo denn? Hinter uns. Ich hab keine Ahnung, wo du meinst. Ach, du bist doch schon wieder. Ah, ja. Oh, Skinanpassung. Eine Pistole, das ist schön. Die nehme ich. Ich will nur ein Pistolen. Sonst habe ich keinen Bock. Du brauchst aber nicht alle Pistolen gleich einsacken, ne? Zwei. Kannst ja die fette Waffe in der Mitte nehmen. Ich glaube, die ist eher was für dich. Eine Anpassung. Ach, da habe ich auch noch was. Ich nehme die. Tausche ich erst gegen die Sniper ein. Wieder eine Anpassung. Luft. Luft. Oh, Luft, ja. Die Frage: Wie viel hast du noch? Gar nichts mehr. Okay, weil der Schaden, oder? Also, weil der Schaden. Nein, ich spring da. Oh. Lass, du wolltest mir gerade Luft geben. Kann ich nicht. Geht, glaube ich, nur beim Tod. So. Wenn du tot bist und keine Luft mehr hast. Alles mit dem Ding ist noch verwirrend, ey, ganz ehrlich. Das ist noch so ein bisschen. Ein bisschen spooky. Weißt du, mit dem Springen? Ja. Das ist generell verwirrend, ey. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wieder raus? Ne, geradeaus durch. Ja, sollte müssen. Man einen Weg drüben hier drumherum nehmen. Wir müssen drüben da irgendwo hin. Ja, da ist eine Brücke. Hey, guck mal hier. Was war da? Ein Sprung. Luftsprung. Okay. Aber wofür? Luftsprung. Ohne Grund sind sie ja nicht. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung, oder? Der ist ohne Grund, kann auch sein. Ohne Sinn und Verstand. Ja, da unten ist noch was. Ja, was denn? Hier so ein Nell. Und was genau ah, nee. Hat man sich unter dem Begriff Sicherung vorzustellen? Genau das, John. Alle CL4-PTP-Einheiten haben eine einzigartige Sicherung, die Manipulationen verhindert. Schon, aber doch eher durch Banditen und so, nicht durch andere Hyperion-Mitarbeiter. Einschließlich anderer Hyperion-Mitarbeiter. Seien Sie froh, dass Sie nicht an den mit der spontanen Selbstentzündung geraten sind. Sonst hätten Sie jetzt mehr als nur Migräne von zu lauten Bässen. Vielen Dank für die Hilfe, Trottel. Dieser Typ. Wenn ich Claptraps Tanzprotokoll abgeschaltet kriege, muss ich es umgehen.
Dieser Typ wird kein letzter sein. Analysier mal, wie viele Subroutinen wir bräuchten, um die Möglichkeit zu minimieren, dass mein Prototyp plötzlich alles stehen und liegen lässt, um Karaoke zu singen. Komm, frisst, was hier hinten ist. Kumpel, Gegner. Ja. Hab ich schon gesehen, aber ich renne weiter. Meine Crap-Tipps machen es. Kümmern sich drum. Naja. Ich glaube, der Ingenieur wäre auch lustig gewesen. Mit seinem Heil- und Schild-Ding. Wahrscheinlich, ja. Der hat bestimmt noch so ein Geschütz dabei gehabt. Wahrscheinlich. Aber natürlich, wenn ich das hier mache, brauche ich Sauerstoff. Ja, aber nur durchs Fliegen. Das ist ein extra. Das ist von dem. Du hast hinten so ein Ding auf. Ja. Das verbrauche ich aber auch. Aber du verbrauchst ja allgemein Sauerstoff. Ja. Bonza, bin ich froh, das zu sehen. Hast du doch schon. Schluck. Twinkchen. Kannst du eine meiner Mondzoomies bei der Dahlstation anschalten? Begib dich hin. Aber Vorsicht. Nach dem großen Bersten haben sich dort Skirs eingenistet. Lass mich nicht anballern. Warte mal. Ja. Was hast du denn hinten auf dem Rücken? Warte. Spring mal. Mach mal diesen. Er hat irgendwie so Boots oder so, weiß ich nicht. Ja. Siehst du? Dann kommen wir so Dumpfwolken. Wo müssen wir jetzt hin? Auch wieder da unten hin. Boah. Schon wieder dahin. Da hätte einer hinlaufen können. Meine Güte. Weiß. Hab ich schon gemerkt. brauchst du nicht lang. Ganz auch drüben wieder, wo wir zurückgekommen sind, eben lang. So. Da, ja. Aber dann kam das große Bersten. Überall trat Lava aus und Dahl verzog sich in Windeseile. Aber muss dennoch rüber. Die haben ganze Fabriken zurückgelassen. Die Maschinen wittern dort vor sich hin. Nach ein paar Jahren kam die erste Flotte. Ja, genau. Es war nicht die erste, aber man nannte sie so. Jetzt leben wieder Leute hier. Oh. Stopp. Zu viel gesagt, aber es sind Leute hier. Neben allen anderen Lebewesen. Was ist los? Niemand weiß, wie es zum großen Bersten kam. Aber die meisten sagen, Dahl ist schuld, weil die Mineralien geschürft haben oder so. Keine Ahnung. Stories müssen nicht stimmen, um geglaubt zu werden. Sie müssen nur erzählt werden. Und die hier erzähle ich oft. Oh, ich musste niesen, aber ich war schon mit hohem Druck dagegen. Eieieiei. Wollen wir noch 11 Minuten machen, weil wir noch was anderes machen wollten eigentlich. Ja, können wir. 11 Minuten noch? 20. Ja, oder ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir voraufgenommen haben. Wir haben jetzt eine Stunde 20. Also hast du schon nachgeguckt insgesamt, oder was? Oder hast du nur geraten? Achso, da war ja was. Ne? Nein! Warte mal, ich guck ganz kurz. Also ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde 40. Mein abgekackt, haben wir Internet weg gewesen. Das war... Stunde 18 Minuten waren das. Ach so, eine Stunde 38 habe ich jetzt. Gut, dann haben wir noch 22 Minuten. Haben wir schon nur 2 Stunden. Boah, ich benutze auf diese Tanks. Diesen Doppelsprung. Der ist so behindert. Nein, der ist nicht behindert. Er ist behindert. Da hinten. Oh, Zentus, jeder fährt ein Ding selber, okay. Nein. Doch. Nein. Doch, bitte. Nein. Fahr du auch eins. Nein. Gib her. Auch okay. Sehr gut. Ich jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Oh, du benutzt gerade. Geh doch ran. So eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Mit mit Laser machen wir. Und dann nehmen wir Safari, ne? Pff.
Graphit. Ich kann gucken, was du hast. Komm bei mir vorbei. Ich hab was, das dich nach Concordia reinbringt. Vielleicht findest du dort ein Signal. Warte, ich muss einfach gucken, wie das. Ja, alte Steuerung. Hallo.